Diese Linkspartei hat sich entschlossen, gemeinsam ins Abseits zu gehen, nicht anwesend zu sein und den König abzustrafen. Ja, und es geht sogar noch weiter. Meine lieben Freunde, mein Name ist Chris Ernst und wir müssen reden. Und reden wir über ihn, der heute ebenfalls eine maßgebliche historische Rede gehalten hat, und zwar im Deutschen Bundestag. Reden wir über König Charles III., den bald intronisierten Monarchen des Vereinigten Königreichs, der Briten. Und er hat nicht nur geredet, er hat was zu sagen gehabt. Standing Ovation gab es als Belohnung. Wofür? Nun, für seine Gedanken rund um Aussöhnung, Klimawandel und Europa. Und das ist schon ein Fund, wenn man sich überlegt, da hat ein Brite, der ohnehin einen Standesdünkel hat, ein aristokratisches Umfeld genießt und der nach Deutschland kommt, alle Möglichkeiten, diese Rede zu halten. Und er hält sie auf Deutsch. Der Lohn war ein Standing Ovation und die Inhalte waren bahnbrechend. Denn es zeigt eins, wir haben hier einen verlässlichen Partner, den er repräsentiert, der in den nächsten Jahren, Jahrzehnten für Deutschland, für Europa wesentlich und wichtig ist. Selbst wenn die Briten aus der EU ausgestiegen sind, so sind sie doch ein verlässlicher Partner, wenn es darum geht, Sicherheitsgedanken zu formulieren und gemeinsam nach außen zu agieren und zu interagieren. Aber auch die Aussöhnung ist so wesentlich und wichtig, denn da geht es darum, dass man den Blick nach vorne richtet und nicht permanent im Rückspiegel auf das reflektiert, was jetzt rund 80 bis 100 Jahre zurückliegt. Ja, aber dennoch war es heute nicht nur historisch aus der Tatsache heraus, dass Charles in Berlin im Bundestag gesprochen hat. Nein, es war historisch, weil die Blamage der Linkspartei ebenfalls historische Ausmaße erreicht hat. Genau diese Partei, die sich ansonsten immer aufs edle hohe Ross schwingt, wenn es darum geht, Menschen zu erziehen und ihnen ein Bewusstsein einzuhauchen und in den Stift zu diktieren, was sie zu denken, zu fühlen, zu sagen und zu ertragen haben. Diese Linkspartei hat sich entschlossen, gemeinsam ins Abseits zu gehen, nicht anwesend zu sein und den König abzustrafen. Ja, und es geht sogar noch weiter, denn einer ihrer obersten Aktivisten im politischen Zirkus, der stellvertretende Vorsitzende Attis Göpiner, ja genau, das ist dieser Bayer, 38 Jahre alt, Medientheoretiker, hat sich auf Twitter sogar entblödet, eine Formulierung rauszuhauen, in denen er sagt, Monarchien sind im Grunde Diktaturen mit mehr historischem Lametta. Und ich glaube, er hat sich diebig über diese Wortwahl gefreut. Dabei ist es ein Offenbarungseid und ein Armutszeugnis. Insbesondere dann, wenn man sich mit der Geschichte Großbritanniens auseinandersetzt, der Bill of Rights. Ja, ich weiß, ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Wir sind mitten in der Story. Trotz alledem, jetzt kurz abonnieren. Würde uns wahnsinnig helfen und euch nichts kosten. Also jetzt abonnieren. Danke und weiter geht's. Die ein Vorbereiter war für parlamentarisches Denken und Handeln, die Abgrenzung eben von der Monarchie, die damals schon nur noch repräsentativ war und eben nicht in Amt und Würden. Man kann nämlich über den Prinzen, jetzt König, und seine ganze Familie denken, was man will. Sie ist aber fixer Bestandteil des Bewusstseins in Großbritannien und nicht nur dort. Wenn wir nach Europa schauen, stellen wir fest, egal ob in Norwegen, in Belgien, in Spanien oder in Schweden, Königshäuser sind gang und gäbe und Teil der Konventionen, der Verhaltensmuster und des nationalen Bewusstseins. Sie sind Teil der Identität. Klar, dass das eine Partei wie die Linke, die damit ihre traditionellen Probleme hat, überall da, wo Strukturen sind, reizt es einen, sie offensichtlich zu zerschlagen, wenn man hier aus der linken Ecke kommt. Gewagt ist es trotzdem, denn wer Stalin in seiner Ahnengalerie hat oder Marx oder Honecker, wer Grußbotschaften nach Kuba schickt oder nach Venezuela, der sollte sich ganz vorsichtig verhalten, wenn es um Diktaturen geht und die Dunstnähe. Aber dieser linke Spund aus Bayern steht ja nicht alleine da. Der aktuelle Minderheitschef der Regierung in Spanien ist auch ein Sozialist, ein ganz linker Sozialist, nämlich Pedro Sanchez. Und er hat sich nicht entblödet, sich damals seine Ernennungsurkunde eben nicht vom König geben zu lassen, sondern er hat gemeint, man solle sie ihm mit der Post schicken. Auch er lehnt die Monarchie ab. Das kann ja jeder tun und lassen, wie er will, aber man sollte dennoch
Anstandsform bewahren. Denn der Umgang miteinander zeichnet in einer Demokratie den Charakter aus. Das Erdulden von Widerstand, das Akzeptieren einer anderen Meinung und das Tolerieren von Entwicklungen, die der Mehrheit genügen. Ja, da muss die Linke offensichtlich zum Nachsitzen. Und ganz ehrlich, ausgerechnet Großbritannien als Diktatur abzukanzeln, weil sie einen König hat oder von ihr repräsentiert wird, ist meines Erachtens genauso aberwitzig wie mit der Niederlande, die ich eben vergessen habe. Auch da haben wir einen König und das sind keine Diktaturen. Ich glaube, da würde man auf massiven Widerstand stoßen, wenn man das außerhalb der linksgrünen Bubble behaupten würde. Ausgerechnet die Linken wollen das deutsche Parlament vor der Diktatur und vor König Charles schützen, dass ich nicht lache. Es sind doch die Linken, die klüngeln und kungeln immer dann, wenn es darum geht, die Augen zuzumachen und sozialistischen Extremismus zu tolerieren. Da werden Grußbotschaften nach Venezuela an einen Wahlfälscher geschickt. Da wird man auf Schulterhöhe, auf Augenhöhe abgebildet mit Kuba. Überall da, wo der Sozialismus heute noch in der Blüte steht und zeigt, zu welchen Exzessen man dort fähig und willensbereit und in der Lage ist. All das wird toleriert. Aber abgegrenzt von all dem, was man nicht mag. Und das wird per Deklaration sofort ins böse Lager geschoben. König Charles nahe an der Diktatur. Alles das, was sich rechts der Mitte ebenfalls im wertkonservativen Lager befindet, wird sofort in den Dunstkreis der Nazis geschoben. Und warum? Weil es einem so passt. Pippi Langstrumpf lässt grüßen. Das alles zeigt, warum es so ein Problem mit ideologisch geprägten Parteien ist. Der Pragmatismus der Umsetzung zeigt, dass es nicht funktioniert. Diese Politiker machen den Dienst nur für sich selber. Politik in der eigenen Sache, aber nicht für ein Volk, weil es ist nicht massenkompatibel, es ist nicht mehrheitsfähig, es ist ein ideologischer Samenerguss, der durch permanente politische Selbstbefriedigung entsteht. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich bin begeistert gewesen von der Tatsache, dass der erste Auslandsauftritt von König Charles nach Deutschland ging, nicht weil ich ein Yellow Press Anhänger bin, nicht weil mir der König so wichtig ist, sondern weil es zeigt, dass wir offensichtlich als Partner, als Keyplayer in Europa im Bewusstseinsfeld der wesentlichen und wichtigen Partner noch immer, Gott sei Dank, eine Rolle spielen. Nur sollten wir das nicht aufs Spiel setzen, indem wir weiterhin einigen Politclowns die Bühne überlassen und unkommentiert deren Aussage weitergeben oder stehen lassen. In diesem Sinne, passt auf euch auf, genießt die Zeit und ihr hört von mir. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Ach ja, damit das auch funktioniert, Kanal abonnieren, Glocke drücken. Ciao for now, euer Chris. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergiss nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt, denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt, so wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat. Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.